Guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast in der Reihe Ostwege. Wie ihr wisst und das ja sicher schon in den letzten Podcast verfolgt habt, wollen wir hier in diesem Podcast insbesondere Ostpolitiker zu Wort kommen lassen, insbesondere solche Politiker, die in der AfD aktiv sind, aber natürlich auch den ein oder anderen, wie sagt man heute noch Wessi, ich glaube, man darf das so durchaus noch sagen, die dann vielleicht auch einen kleinen Blick auf den Osten und auf die Probleme des Ostens werfen. Heute ist es mir eine ganz große Ehre, unseren Bundesvorsitzenden und unseren Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla bei mir hier zu begrüßen. Das ist, das kann ich euch sagen, ziemlich schwierig, den Mann hier ranzubekommen. Aber umso mehr freut es mich, Tino, dass du heute hier bist und uns ein bisschen was aus deinem Leben erzählen kannst, ein bisschen was auch dazu erzählen kannst, wo geht es mit der AfD demnächst mal hin. Also, Tino Chrupalla, herzlich willkommen. Ich grüße dich, Enrico, und ich freue mich, genauso hier zu sein. Ja, sehr schön, freue ich mich. Tino, vom Malermeister zum Berufspolitiker und Vorsitzenden einer, ja, nicht nur zeitweilig, sondern ich glaube auch, wenn man das so sehen kann, immer noch größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Die CDU ist ja nicht wirklich Opposition. Dieses Bild deiner biografischen Entwicklung, das wirst du sicher schon oftmals gehört haben, vom Malermeister zum Berufspolitiker. Zum Einstieg in jedes Gespräch frage ich meine Gäste immer nach ihrem politischen Werdegang. Deswegen auch an dich die Frage, wo begann dein erstes politisches Bewusstsein? Was waren die wichtigsten Sozialisierungsetappen, über die sich dein ganz persönlicher politischer Kompass geformt hat? Ja, vielleicht eingangs zu sagen, Politik hat mich natürlich ein Stück weit schon immer interessiert. Also nicht nur in der Funktion als Handwerksmeister, wo ich natürlich auch mit Politik in Kontakt getreten bin, schon früh in der Jugend, nach der Wiedervereinigung, die ich ja auch als junger Mensch aktiv miterlebt habe, auch die Freude darüber, dass beide deutschen Staaten wieder zusammengewachsen sind. Nach 1990 fing eigentlich auch das Interesse der Politik an. Ich habe mich dann ein Stück weit 2 Jahre lang bei der Jungen Union auch engagiert, sozusagen habe auch dort Politik erleben können, bin auf Reisen gewesen mit der Jungen Union zur CDU, auch in das damalige Wasserwerk nach Bonn. Also da habe ich auch schon ein bisschen Tuchfühlung zur Politik bekommen und auch natürlich mit Politikern, wie gesagt, in Kontakt getreten. Das hat sich dann ein bisschen, die Jahre danach ist das ein bisschen weniger geworden, weil man sich natürlich hauptsächlich um die eigene Berufsausbildung, du hast es angesprochen, gekümmert hat. Ich habe mich da wirklich fokussiert auf meinen Beruf als Maler, Lehrling natürlich erst und dann als Malermeister. Ich wollte mich dann wirklich relativ schnell auch selbstständig machen, eine eigene Firma gründen. Und das habe ich auch getan, habe natürlich auch eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, also eigentlich eine ganz bürgerlich, fast langweilige Karriere gemacht, will ich es mal so bezeichnen, obwohl das ja heutzutage auch schon fast einzigartig ist. Und bin natürlich dann gerade in dem Bereich des Malermeisters wieder mit den gesamten politischen Eliten in diesem Land in Berührung gekommen. Über die Handwerkskammer, aber auch natürlich über andere Verbände, Mittelstandsforum etc., wo ich mich wieder engagiert habe und wollte natürlich auch ein Fürsprecher für meine Branche, für das Handwerk sein. Und ja, so bin ich wieder im Prinzip mit der Politik in Berührung gekommen, habe gemerkt, dass hier was fehlt in diesem Land. Auch eine Politik im Interesse derer, für die ich arbeite, für die ich jeden Tag Steuern bezahlt habe, Sozialleistungen mit meinen Angestellten dann mittlerweile auch erzeugt habe und wollte hier und habe auch gesehen, dass mich die Parteien, die ich immer gewählt habe, die ich auch für Handwerk und Mittelstand standen, das waren ja zu der Zeit FDP und CDU, eigentlich die Interessen nicht mehr vertreten haben. Ja. Haben wir im Übrigen schon von vielen meiner Gäste gehört, die vorher in anderen Parteien aktiv waren und dann aus Enttäuschung über die Programmatik, sondern das tatsächliche Handeln dieser Parteien dann quasi den Weg in die AfD gefunden haben. Ich selbst komme ja auch aus der FDP, wie du weißt. Und war da also auch ein Stück weit enttäuscht, dass die FDP auch tatsächlich eher den linksliberalen Weg als den nationalliberalen Weg gegangen ist. Aber soweit erstmal vielen Dank. Ja, du hast über deine Zeit als Maler und Lackierer, glaube ich, heißt. Maler-Lackierer-Meister, also ich bin auch Meister für das Autolackierergewerk, ja. Genau. Ja. Also das ist heutzutage inbegriffen. Ja, du hast also da ja mehrere Handwerksbetriebe quasi geführt.
diese Zeit der Ausübung deines Maler- und Lackiererberufs und eben diese Führung dieser Handwerksbetriebe, hat die gewisse Prägungen bei dir hinterlassen, die notwendig dafür sind, dass man quasi heute doch eines der am schnellsten wachsenden Parteiprojekte mitführt. Also diese Qualitäten und Fähigkeiten, die du dir dort sicher angeeignet hast, hältst du die sozusagen für notwendig, um ein solches politisches Projekt wie die AfD zu führen? Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht zu weit tragen. Sicherlich hat mir das nicht geschadet. Ich will das mal wirklich so sagen. Es hat mir sehr genutzt. Im Übrigen, ich hatte einen Handwerksbetrieb, also meinen eigenen, den ich gegründet habe. Also ich war jetzt nicht Geschäftsführer mehrerer Betriebe. Ich hatte eine Firma aufgebaut, mit der ich auch, die ich auch 18 Jahre selbstständig geführt habe, mit bis zu 10, teilweise 12 Angestellten. Das hat nämlich ein bisschen variiert. Also das war natürlich schon Grundvoraussetzung, auch in der Sozialisierung meines eigenen Tuns, die mir sicherlich nicht geschadet haben. Man lernt natürlich in solchen Bereichen Führungsverantwortung, also auch Verantwortung zu übernehmen. Jede Entscheidung, die ich treffen musste, hatte Auswirkungen, nämlich auf mich persönlich. Das ist die Grundvoraussetzung, die man durchaus kennenlernen muss. Und man muss natürlich auch immer in diesen Bereichen, und das schadet, denke ich mal, auch in der Politik nicht, man muss kompromissbereit sein. Also für mich war immer die Prämisse, auch in meinem Betrieb, um ein gutes Arbeitsklima vorrangig zu haben, geben und nehmen. Und das ist, denke ich, in Familienbetrieben, gerade im Mittelstand, eine wichtige Prämisse. Das ist in der Industrie sicherlich schon etwas anders. Aber der Angestellte soll wissen, dass der Chef im Prinzip die Verantwortung trägt, die Familie mit zu ernähren. Die habe ich gehabt und habe ich, denke ich, immer gut ausgeübt. Meine Angestellten sind sehr gern zu mir gekommen. Ich hatte wenig Fluktuationen, was Fachkräfte anging. Also man ist schon gern in die Firma Kropala zum Arbeiten gekommen und hat uns auch, denke ich, als Firma auch gern gebucht. Also das ist, denke ich, schon ein Erfolg gewesen und ich schaue da auch ein Stück weit wehleidig zurück, das sage ich ganz ehrlich, weil natürlich, du hast es angesprochen, die Politik ein ganz anderes Feld ist, auf das man sich begeben hat. Hier bekommt man weit weniger Dank zurück. Ich sage es mal so. Ja, das ist wohl tatsächlich so. Da schließt sich dann auch gleich meine nächste Frage an bei dieser Aussage. Ich meine, du bist mit deiner Ausbildung und der jahrelangen Arbeit in dieser Branche tatsächlich ja auch eine Ausnahmeerscheinung unter den Berufspolitikern im Deutschen Bundestag. Was glaubst du, warum ist gerade der Berufszweig der Handwerker so unterrepräsentiert bei uns insgesamt in der Parteienlandschaft? Liegt es vielleicht, du hast ja auch die Unterschiede zwischen deiner beruflichen Ausübung und jetzt sozusagen dem Berufspolitikertum dargelegt, liegt es vielleicht an den Strukturbedingungen der ja, herrschenden Parteiapparate sozusagen, wo man doch eher als Akademiker viel eher ankommt? Oder ist es vielleicht auch ein politisches Desinteresse der Handwerker, dass sie sagen, ach, ich bleibe hier lieber bei meinen Leisten und mache lieber meine Sachen, die ich wirklich gelernt habe, als dass ich mich in die Politik begebe? Oder ist es vielleicht auch fehlendes Selbstbewusstsein der Handwerker? Also warum ist eigentlich der Politikerberuf für Menschen aus, sagen wir mal, normalen Berufen so wenig attraktiv? Ja, du hast einiges ja schon fast beantwortet in der Frage. Natürlich muss man als erstes sagen, ich denke, es ist und es sollte für die Politik Grundvoraussetzung sein, dass man einen Berufsabschluss oder auch einen Studienabschluss, jetzt will ich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, haben sollte. Und das sehen wir ja, siehst du ja selbst, aktuell im aktuellen Bundestag, von Legislatur zu Legislatur verschlechtert sich die Qualität der Abgeordneten. Das muss man einfach so sagen. Wenn man sich allein anschaut, was sind die Berufsabschlüsse, die nicht vorhanden, das will ich damit sagen, ja, und auch die nicht vorhandenen Studienabschlüsse. Und das sind dann teilweise junge Leute, die reine Politikerkarrieren machen, von der Jugendorganisation, in der CDU, der FDP, der SPD. Ja, wobei, Tino, da will ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Also unsere Fraktion ist dort doch aber eher die Ausnahme. Denn bei uns sieht man doch tatsächlich den Großteil unserer Abgeordneten, die zumindest eine vernünftige Ausbildung haben und viele eben auch in ihrem Beruf gelernt haben. Ne? Absolut. Das ist bei uns so, noch so, sage ich ganz ehrlich, Enrico, dadurch, dass wir natürlich eine junge Partei, ich will es trotzdem mal als Junge noch bezeichnen, auch wenn wir nächstes Jahr 10 Jahre alt werden, sind. Und ich hoffe, dass trotzdem das Augenmerk, und das meine ich mit Verantwortung auch für die älteren Politiker, auch unserer Partei, das gilt ganz natürlich auch für uns, dahingehend gelegt werden, dass der Nachwuchs genau diese Voraussetzungen haben sollte.
Ja, damit man genau solche Personen auch fördert. Denn ich denke, es ist Grundvoraussetzung, dass man im Leben bereits was geleistet hat und dass man im Leben bereits auch dort ein Stück weit Erfahrung gesammelt hat, mit Menschen umzugehen, um genau Politik überhaupt machen zu können, damit man weiß, für wen macht man denn eigentlich Politik? Was sind denn die Sorgen und Nöte der Leute, bevor man die belehren möchte, wie wir es ja aktuell erleben von Politikern wie Frau Lang von den Grünen oder von Kevin Kühnert oder selbst von Ziemiok von der CDU. Alles Personen, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben, noch nie mal einen Abschluss haben. Ich halte das wirklich ein Stück weit für vermessen, was diese Personen sich teilweise auch herausnehmen. Und ein gestandener Handwerksmeister lässt sich von solchen Leuten nicht vorschreiben, wie er zu leben hat. Und das passiert. Ja, und das, denke ich, ist eine Grundvoraussetzung. Ja, ich möchte mal so ein bisschen wegkommen jetzt von deiner Vergangenheit, von deiner beruflichen Vergangenheit, hin jetzt mehr zum Politischen, auch durchaus zum Parteipolitischen. Du hast ja im Sommer nun schon deine zweite Amtszeit als Bundesvorsitzender der AfD hast sie angetreten, und zwar gleichzeitig mit Alice Weidel. Ihr seid ja beide auch hier in Berlin Fraktionsvorsitzende. Und da schließen sich ein paar Fragen an, die ich gern beantwortet hätte. Nämlich, wo siehst du zum Beispiel die wichtigsten strategischen oder auch politisch-programmatischen Herausforderungen für unsere Partei? Die Bundestagswahl ist zwar noch weit weg, aber wo stehen wir aus deiner Sicht bei der nächsten Bundestagswahl? Wohin willst du mit Alice Weidel zusammen den Bundesvorstand, auch die Fraktion, navigieren? Also was sollen sozusagen die nächsten Etappen sein? Du sollst jetzt hier natürlich keine strategischen Geheimnisse auspacken, aber so ein Stück weit interessiert das, glaube ich, unsere Hörer schon, wo unser Bundesvorstand, unser Bundesvorsitzende, die AfD in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren so sieht. Ja, es ist ja im Prinzip auch kein großes Geheimnis, was unsere Strategie angeht. Ich meine, wir leben sie ja aktuell, du lebst sie ja mit in der Fraktion genauso wie in der Partei. Ich denke, es ist erstens mal gut und richtig, dass, das will ich jetzt mal als Eigenlob ein bisschen sagen, und ich denke, das merken wir ja auch gerade in der gestiegenen Zufriedenheit oder Unterstützung auch in den Umfrageergebnissen, dass Fraktionsvorstand und Vorsitz und Parteivorsitz in einer Hand ist. Das erleichtert natürlich ungemein die strategische Ausrichtung. Das hat also wirklich auch mehrere Vorteile, auch wenn es natürlich eine Mehrbelastung der jeweiligen Personen ist, auch ich mache das und kenne das aber auch sehr gern. Ich bin aber auch 14 Stunden Arbeit, wie gesagt, aus meiner früheren Handwerkertätigkeit gewohnt. Also von daher mache ich das auch gern. Was ist der Punkt? Ja, was erleben wir aktuell strategisch? Wir sehen, dass wir als Partei, aber auch als Fraktion Alleinstellungsmerkmale haben. Und ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung, um wahrnehmbar in der Politik auch zu erscheinen. Das sehen die Bürger, dass wir unsere deutschen Interessen in den Vordergrund stellen, also auch Politik für den Bürger direkt machen, was ihn selbst betrifft. Und deswegen ist ja unsere Kampagne Unser Land zuerst, ich denke, auch auf fruchtbaren Boden getroffen, weil genau das ja das aussagt. Unsere Interessen zuerst, und das haben wir ja gerade erlebt jetzt in der aktuellen Energiekrise, die ja wirklich hausgemacht ist und eben nicht von außen gekommen ist. Sicherlich gibt es Einflüsse, die dort eine Rolle gespielt haben, aber wir sehen zum Beispiel in der Sanktionspolitik gegenüber Russland, dass diese uns schadet und nicht Russland. Und das meine ich mit deutschen Interessen. Wir müssen wegkommen, was ja die Grünen hauptsächlich wollen, von dieser wertegeleiteten Außenpolitik, die uns mehr schadet als nutzt, sondern wir müssen für unsere Wirtschaft, für unsere Industrie da sein. Und natürlich, das ist die Grundvoraussetzung auch für ein gutes soziales Zusammenleben. Sonst kollabiert ja auch unser Sozialstaat. Und ich denke, das formulieren wir ganz deutlich, und das sind unsere Alleinstellungsmerkmale, weil alle anderen Parteien wollen genau den gegenteiligen Weg, und das bringt uns natürlich ein Stück weit auch Zustimmung, weil wir mit unseren Vorgeschichten, mit unserer Vorhistorie, unserer Berufszweige wissen, was die Bürger bewegt, und wir wollen deren Interessen hier in den Bundestag bringen, und das machen wir, und das ist unsere Aufgabe. Ja, ich höre da so ein Stück weit heraus, dass du unsere Partei also nicht nur, so wie die Medien es ja immer darstellen, als eine Gegenpartei siehst, sondern als eigentlich eine Dafürpartei. Denn es ist ja tatsächlich so, dass wir auf den Fraktionsklausuren beispielsweise des Bundestages, aber eben auch über
bundesweite politische Aktionen der Bundespartei doch ganz deutlich formulieren, was wir wollen. Ja, also nicht nur, dass wir dagegen sind, sondern eben, dass wir eben auch einen entsprechenden Forderungskatalog haben, wonach sich ja auch unsere Anträge im Bundestag richten. Gut, nun ist die Partei das eine, der vorpolitische Raum ist das andere. Denn die AfD trägt sich ja nicht nur als Partei allein. Sie ist zwar letztlich ja Zentrum um deren Peripherie herum, aber ja, ist doch eine große Projektvielfalt, gerade aus alternativen Medien, Denkfabriken, Kulturschaffenden gibt. Und gerade im Osten erleben wir ja auch derzeit in der multiplen Krise, wenn man das so sagen will, eine ziemlich große Demonstrationskultur, eben auch aus parteiungebundenen Akteuren, die aber eben auch ganz klar unsere AfD-Positionen vertreten. Wie gehen wir auf diese Leute im vorpolitischen Raum, diese unparteiischen Leute auf der Straße bei den Demonstrationen, wie gehen wir auf diese zu? Also erstmal ist es wichtig, dass wir genau auf diese überhaupt zugehen und dass wir diesen Dialog, von dem die anderen ja leider nur reden, dass wir den leben. Und ich bin der Meinung, wir leben ihn, weil wir auf der Straße und im Parlament, also ich meine auf der Straße natürlich genau diese, ja, die auch teilweise sehr hart und deutlichen Forderungen der Bürger, die ja von anderen verpönt oder beschimpft werden, ja, als Gossensprache teilweise oder auch mit Beschimpfung dahingehend, das machen wir eben nicht. Ja? Und diese Unterscheidung muss man auch treffen, weil das sind die Bürger, die natürlich genau ihre Anliegen zu Recht so artikulieren. Und ich denke, wir sollten dort als Partei, aber auch als Fraktion insgesamt so auftreten, dass man nicht permanent oder sofort auch mit dem AfD-Label kommt und den sofort vorschreibt, wen muss ich jetzt wählen. Das ist nicht die Hauptaufgabe. Das Wichtigste sollte von unserer Seite sein, sie mit Argumenten zu überzeugen. Mit Inhalten, und die haben wir. Du hast es ja richtig gesagt, wir haben Inhalte, wir sind nicht nur die Dagegenpartei, im Gegenteil. Wir haben jetzt Positionspapiere, wo wir klare Forderungen stellen, die die Unterscheidbarkeit, ich habe es ja erwähnt, darstellen. Und das sehen ja mittlerweile auch die Medien, dass dieses im Prinzip nicht mehr greift. Man weiß eigentlich nicht, wie man uns anfassen soll mittlerweile mehr. Man meidet uns noch mehr, ne, weil man Angst hat. Und es wurde ja immer auch artikuliert, auch von den anderen Parteien, auch von den Medien, man müsse die AfD thematisch stellen. Und eigentlich, das kannst du bestätigen, wir warten seit 10 Jahren drauf, dass man uns thematisch stellt, weil das schaffen sie eben haltweg nicht. Und wir besinnen uns eben mehr auf Inhalte mit unserem Positionspapier, wie wir die Bürger zum Beispiel entlasten, mit Steuerentlastung, was sofort möglich wäre, mit welcher Unterstützungskultur auf dem sozialen Bereich. Und das merken immer mehr Bürger, man traut uns auch immer mehr Kompetenz zu, auch das ergeben ja die Umfragen. Und deswegen sind wir auch gerade im ländlichen Raum auch die Partei, die dort die meisten Zuwächse hat. Ja, vielleicht, Tino, doch noch ein kleines Wort zu diesem vorpolitischen Raum, den ich ja angesprochen habe. Oftmals wird das Wort von einem sogenannten Mosaik geführt. Also, dass, ja, ich sag mal, unsere politische Ausrichtung, die ja durchaus als nationalfreiheitlich, glaube ich, eingeschätzt werden kann, natürlich nur leben kann, wenn ringsherum um uns als Partei herum natürlich auch ja, diejenigen mit Beachtung finden, die in dieselbe Richtung gehen, um nicht das Wort marschieren benutzen zu wollen. Wie verhalten wir uns zu diesen, ich sagte es vorhin schon, Denkfabriken, alternativen Medien, Kulturschaffenden, da wächst ja doch einiges heran, gerade auch viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, die Magazine gründen, Online-Magazine oder eben auch Papiermagazine. Müssen wir die mit einbinden und wenn ja, wie? Auf alle Fälle müssen wir die mit einbinden. Also einbinden in dem Sinne, dass wir natürlich mit allen reden. Und das ist, denke ich mal, unser größter Vorteil immer gewesen. Wir bauen eben keine Brandmauern auf gegen den oder gegen die. Und wir müssen natürlich auch mit anderen Meinungen leben. Das tun wir. Und das sollten wir vielleicht auch in Zukunft mit einer anderen Gelassenheit ein Stück weit machen. Also das ist ja auch eine Eigenaufgabe und vielleicht auch eine Eigenkritik. Nicht jede andere Meinung muss per se die schlechtere sein. Auch das ist die Aufgabe der Politik, natürlich Überzeugung zu leisten. Das ist unsere Aufgabe. Und ich merke gerade bei der Jugend, weil du das angesprochen hast, dort eine Veränderung, dass man dort die Sehnsucht nach Identität, nach Halt,
nach Werten hat. Immer mehr, weil das ein Stück weit ja abtrainiert wurde in den Schulen, in den Universitäten. Und das ist mittlerweile ein Punkt, nach dem die Jugend auch sucht. Nicht nur nach dem puren Konsum, in dem sie ja aufgewachsen sind. Das muss man ja einfach sagen, die letzten 20, 30 Jahre. Und diese Zeit ändert sich oder beziehungsweise geht ja auch dem Ende entgegen. Auch die Zeit der Globalisierung, wie sie ja vorangetrieben wurde. Das Rückbesinnen auf das Eigene ist wichtig. Und das ist ja, trägt ja eigentlich zu unserer Programmatik als Partei bei. Ich will aber auch diese Schubladendenken ein Stück weit rauskriegen. Rechts, links, liberal, konservativ. Im Endeffekt, wenn ich die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, lebe und auch ein Stück weit berücksichtige, dann habe ich alles eigentlich umfasst. Also wir müssen das nicht verengen auf liberal, konservativ. Wir sind bürgerlich, ganz klar. Und wir vertreten das Volk. Das ist eigentlich völlig ausreichend und damit sind wir als Partei für alle, und das will ich da auch betonen, für alle Bevölkerungs- und auch Berufsschichten wählbar. Ja. Wenn ich das ganz kurz kommentieren darf, also ich glaube auch, dass wir dieses Rechts-Links-Schema unbedingt auflösen müssen, aber ich glaube, das, was wir für unsere Partei sagen können, ist, dass wir die Partei der Freiheit sind. Absolut. Also, ja, klar. Also eine freiheitliche und natürlich auch eine soziale Partei sind oder sein wollen zumindest. Lass uns noch einmal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir formulieren ja auch immer und immer wieder, dass wir nicht auf bis in alle Ewigkeit Oppositionspartei sein wollen, sondern natürlich ist unser Anspruch ja auch, irgendwann aktiv mitzugestalten, sprich in Regierungsverantwortung zu kommen. Das sind natürlich ambitionierte Ziele der AfD. Wir haben gerade im Osten, glaube ich, konkrete Macht- und Gestaltungsoptionen. Du weißt, wir haben 2024, das ist ja nicht mehr allzu lange hin, drei Landtagswahlen in Ost- und Mitteldeutschland. Das sind drei Bundesländer, in denen die realistische Chance besteht, dass wir dort wirklich stärkste Kraft werden. Und du hast ja das große Glück, will ich mal sagen, ich habe es ja leider noch nicht geschafft, dass du deinen Heimatwahlkreis direkt gewonnen hast und dort ja auch in einer Region lebst, wo die AfD um die 30% holt. Also sichere Direktmandate für den Bundestag und Landtag holt. Wie wird sich die AfD verhalten, wenn zum Beispiel in Thüringen oder Sachsen eine Situation, und ich glaube, die ist gar nicht so weit weg, eintritt, dass eine Regierungsmehrheit für CDU oder eben auch für die Linke nicht mehr möglich sein wird? Glaubst du, vielleicht kannst du das für Sachsen ganz besonders gut einschätzen, dass irgendwann die CDU-Basis rebelliert, wenn sich die Funktionärsebene der CDU stur stellt und sagt, nee, bitte mit der AfD wollen wir nichts zu tun haben? Ja, im Endeffekt werden das genau diese Ergebnisse ja zeigen. Also, und man muss ja eins fragen, und das ist ja auch das, was wir, oder was ich auch sage, ist, im Endeffekt muss ja hier der Wählerwille auch repräsentiert und auch respektiert werden. Ja, das haben wir bei der letzten Landtagswahl, ich will jetzt mal Sachsen herausnehmen, aus dem Bundesland, aus dem ich komme, gesehen. Dort wurde CDU und AfD gewählt. Und was hat der Wähler bekommen? Er hat CDU, SPD und Grüne bekommen. Ja, und das lässt sich der Wähler auf Dauer ja auch nicht bieten, weil das ist genau das, was wir ja immer wieder, auch was die Altparteien ja immer wieder sagen, der Wählerwille muss berücksichtigt werden. Mittlerweile nehmen sie dieses Wort Wählerwille überhaupt nicht mehr in den Mund, weil sie nämlich merken, es wird immer schwieriger, überhaupt eine Koalition zu bilden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Sachsen eine Regierung gibt mit der Beteiligung der Linke. Also wir müssen mit unserer Arbeit, natürlich mit unseren Ergebnissen dann der CDU oder denjenigen Parteien, die die Regierung bilden wollen, es so schwer wie möglich machen, ohne uns überhaupt zu regieren. Und das wird auf Dauer nicht machbar und nicht möglich sein. Da bin ich fest überzeugt. Das ist schon immer so gewesen. Deswegen müssen wir an unserem Kurs auch festhalten, aber auch ein Stück weit auch diese Geduld aufbringen. Ja, wir sind im Prinzip sofort regierungsbereit, das sage ich immer wieder. Wir brauchen da in dieser Weise keine Vorbereitung. Wir werden es sofort, wenn es dem Lande dienen würde und müsste, stünden wir bereit und könnten auch in diesem Land Verantwortung tragen. Das muss immer unsere Prämisse sein. Also wie gesagt, hier müssen wir wirklich den Altparteien und auch in Sachsen der CDU es so schwer wie möglich machen, denn sie müssen es ja am Ende den Wähler erklären, warum sie uns ausschließen und diese Dogmen, diese immer wieder gleich
gleichen Dinge, die dort vorgetragen werden. Warum und warum nicht? Ja, das ist ja mittlerweile so abgedroschen und alt. Also da gibt es ja kaum noch Steigerungsmöglichkeiten. Ich denke, es wird auf kurz oder lang dazu kommen, dass wir die Gestaltungsmöglichkeit auch im Land haben. Ich will mal sagen, in Kreisen und auch in Kommunen ist es ja schon so. Da ist diese Zusammenarbeit schon da, weil es um Sachfragen geht. Und das muss immer die Hauptprämisse auch für uns sein. Hier geht es nicht um reinen Machtanspruch, sondern wir wollen zum Wohle der Bürger, zum Wohle der Deutschen hier Politik machen. Und wir können uns gerne auch in jeder Sachfrage unterschiedlich verhalten. Das machen wir ja im Bundestag. Gute Anträge der Linken unterstützen wir genauso wie gute Anträge der SPD oder der CDU. Ja, du hast gerade die Kommunalpolitik angesprochen. Da schließt sich meine nächste Frage. Ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil wir nachher gleich zur namentlichen Abstimmung müssen. Aber trotzdem an. Dieses Wachsen der Partei von unten oder das Wachsen parteipolitischen Verantwortung von unten, hast du ganz klar eben nochmal definiert, dass wir also in Kommunalparlamenten, in Stadtvertretungen, in Gemeindevertretungen, aber eben auch schon in Kreistagen, dass dort also diese harte Grenze, die noch in den weiten Teilen der Landtage oder eben auch hier im Bundestag gezogen wird, dass die sich dort in der Auflösung befindet. Glaubst du, dass das auch erstmal Voraussetzung ist, dass man sozusagen da unten, also wenn ich sage da unten, meine ich die kommunalen Parlamente, erstmal anfängt mit anderen Parteien möglicherweise zusammenzuarbeiten, um dann über die Kreistage, Landtage, dann vielleicht auch in den Bundestag diese Ausgrenzung, diese Abgrenzung aufzuweichen? Ja, das ist genau der Weg, der gegangen werden muss oder der gegangen wird. Ich will es mal so wirklich bezeichnen. Und das ist ja ein Stück weit, wenn man unsere Parteihistorie sieht, genau andersrum geschehen. Wir sind im Prinzip zuerst in Landtage gekommen, dann im Bundestag. Ich bezeichne mal jetzt unsere Partei und unsere Geschichte wie ein Baum. Ja, und zu jedem Baum, zu jener Krone, die groß und hart ist und die trägt, braucht es auch eine große Wurzel. Und wir haben im Prinzip zuerst die Krone gehabt, einen Stamm, aber keine Wurzel. Und die Wurzel ist eben das Kommunale, ist das Regionale, was uns gefehlt hat. Und von dort eigentlich muss dieser, du hast es richtig beschrieben, muss dieser Aufwuchs kommen in den Mitgliederzahlen, ganz klar, und natürlich auch in den in Unterstützung in unserer Partei, aber natürlich auch in den regionalen Parlamenten. Denn wenn von dort die gute Arbeit nach oben getragen wird, dann multipliziert sich das auf Land und auch auf Bundestag. Ja, gut, ja, dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Eine letzte Frage habe ich noch vorbereitet, die, glaube ich, ganz interessant ist für unsere Hörer. Wir haben es vorhin ja schon angesprochen, die AfD hat einen neuen Bundesvorstand und sowohl in der Partei als auch in den Medien wird von einem deutlich harmonischeren Arbeitsklima gesprochen. Ich selbst kann das ja nur für den Fraktionsvorstand hier bestätigen. Ich sitze ja nicht im Bundesvorstand oder vielleicht sage ich mal noch nicht. Nein, das war jetzt natürlich ein Scherz. Nein, habe ich derzeit keine Ambition. Aber du sitzt ja nun mal im Bundesvorstand und ich glaube, du kannst das da auch sehr viel besser einschätzen. Also nach langer Zeit ist die Partei eben auch wieder mit eigenen Kampagnen und auch Demonstrationen ja auf der Straße präsent. Tino, was können wir in den nächsten Wochen aus der Bundespartei, aber eben auch aus der Bundestagsfraktion erwarten? Wie bereiten wir uns auf die kommenden 2 Wahljahre vor? Ja, also als allererstes natürlich, du hast es richtig angesprochen, ist natürlich schon allein, dass der Bundesvorstand in einer ganz anderen Konstellation, auch in einer ganz anderen Konzentration und Disziplin arbeitet, die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt erfolgreich Kampagnen fahren kann. Weil damit natürlich auch eine gewisse Absprache da ist, eine gewisse Harmonisierung. Wir diskutieren und streiten intern.
Ja, das gehört dazu, so wie was, du hast es ja richtig gesagt, im Fraktionsvorstand machen. Das heißt nicht, dass wir immer alle einer Meinung sind, aber wir treten eben nach außen geschlossen vor. Und genau das ist ja das, was unsere Mitglieder, aber natürlich auch unsere Wähler die letzten Monate und ja fast Jahre, muss ich sagen, gestört hat. Diese Zerrissenheit nach außen, wir haben uns 80% mit uns selbst beschäftigt, obwohl wir eigentlich diese Energie für den politischen Gegner aufbringen sollten. Und das ist jetzt vorbei. Ich denke, das wird auch die nächste Zeit so bleiben, weil wir einen klaren Kurs abgesteckt haben, der richtig ist, der uns natürlich auch durch die Wählerumfragen bestätigt. Das Schöne ist, dass wir mit unserer Kampagne Unser Land zuerst diesen Startschuss gemacht haben vor diesem Herbst. Die wird auch das Jahr 2023 weitergeführt unter dem gleichen Motto, weil wir ja die gleichen Probleme noch haben. Im Gegenteil, sie werden sich ja noch weiter steigern, leider. Und die Lösungen, und da bin ich wieder bei dem Punkt, wir gehen an die Ursachen ran, nicht an die Symptome, weiter die richtigen sind. Und wir müssen sie weiter in die Masse tragen, in die Bevölkerung tragen, auch in die Unternehmen, in die Verbände, weil immer mehr Leute sehen, das sind die richtigen Lösungen. Und noch dazu kommt nächstes Jahr unser Jubiläum, an das ich erinnern möchte, 10 Jahre AfD, also wir werden nächstes Jahr 10 Jahre alt. Wir haben dort dazu auch zum Gründungsparteitag am 6. beziehungsweise zum Gründungsversammlung am 6. Februar wird es dort eine Veranstaltung geben und auch am 14. April, wo der Gründungsparteitag war, wird es dazu eine große Veranstaltung geben. Das wird nächstes Jahr mit aufgenommen werden, mit der Kampagne zusammen, wo wir natürlich auch weiterhin für die Bürger Politik machen wollen. Also wir haben mit dieser Kampagne, die nächstes Jahr weiter trägt, noch viel vor und sie wird weiter ausgebaut. Ja. Ja, Tino, das waren ja jetzt wirklich viele Informationen, die du uns hier heute in dem Podcast gegeben hast. Wir sind damit auch schon am Ende angekommen. Ich darf mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass du heute Zeit gefunden hast. Auch ganz herzlichen Dank für das doch sehr, sehr offene und freundliche Gespräch. Das kommt ja nicht oft vor, dass man dich sozusagen auch mal ganz persönlich hören kann oder auch sehen kann. Ja, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Ich werde also diesen Podcast Ostwege auch weiterführen. Und liebe Hörer, der Podcast für Dezember wird, denke ich mal, noch vor Weihnachten ausgestrahlt werden. Wen ich mir dann dort an Land ziehe, das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht holen wir uns ja mal einen Westdeutschen, um über die Ostwege zu sprechen. Mal schauen. Tino, einstweilen ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier warst. Ich danke. Wunderbar. Hat mich gefreut. Du bist natürlich immer gern und herzlich auch in weiteren Podcasts willkommen. Vielleicht hören wir uns ja im nächsten Jahr 2023 nochmal wieder. Vielen Dank. Ich danke nochmal, lieber Enrico. Eine sehr schöne Serie. Mach das weiter so. Interessant. Und nächstes Jahr gerne. Dann können wir ein paar Ergebnisse vielleicht der letzten Monate und vielleicht auch der einigen Landtagswahlen, die wir ja nächstes Jahr im Westen haben, ein bisschen hier mal aufarbeiten. Ja. Ja, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben und dann auf demnächst im Dezember 2022. Macht's gut, ciao.